Jo, hallo, herzlich willkommen zurück, Assassin's Creed Syndicate. Wir machen weiter mit Sequenz 9 und der Quest mit dem Kleidermachen, Leute, heißt das, genau. Jacob trifft Aberline, um zu besprechen, wie Waffen auf den Ball geschmuggelt werden könnten. Gibt wieder 600 EP und 1330 Belohnung. Wieder mal ein Synchronisationsbonus von 250 jeweils für EP und Pfund. Gut, können wir uns ja an die Backe klatschen, wird nichts. Aber schon wollen wir mal, wie jetzt ins Lot, weil es weitergeht. Für den Ball müssen wir uns Kleider anscheinend besorgen jetzt. Aha, da ist er aber kommen wir mal wieder. Ganz gut getarnt. Wie bei Inspektor Gadget, der. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außer dem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Ja, werden wir machen. So, zu St. Martin's Church. Wo ist sie denn? Ach, da brauchen wir die Kutsche gar nicht in Anspruch nehmen. Da hangeln wir uns mal eben hoch. Auf den Queen. Ja, auf den Queener Ball. Ja, auf den Ball der Queen. Ja, ich bin gespannt. Da gibt es wieder einen Mord und Totschlag. Ich frage mich aber, was mit Evie ist. Oder wie spielen wir jetzt halt nur noch Jacob in der ganzen Mission? So, jetzt wollen wir mal suchen. Eine königliche Wache, niemanden schlagen, niederschlagen. Und dann dabei niemanden töten, ja. Todessprung. Niemanden töten, ey. Dann mache ich wieder den falschen Knopf und das ist wieder hinfällig, das weiß ich jetzt schon. Okay. Ja, toll, alles voll mit Polizei. Ja, erstmal von hier oben gucken. So, ja, 34 Meter entfernt, aber auch mit Polizist. Im Anhang. Ja, aber gehen die alle zusammen? Was haben wir hier hinten? Ja, guck mal. Du hast überall an jedem königlichen Wachmann und Polizisten stehen. Aber ich soll ja niemanden töten, also ey. Ach Leute, wie soll das funktionieren? Vor allen Dingen, ich könnte. Ah ja. Aber guck mal, da hast du unten das Problem schon wieder. Boah, was macht er denn? So, jetzt haben wir den da unten. Toll. Von Jungen kann ich auch nur ein Attentat machen. Na, hat doch geklappt.
Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Ah, den Körper einer Kutsche. Mist. Mist. In welcher Kutsche? Oh, guck mal, der Polizei und alles. Oh. Hier verstecken? Hä? Oh. Mist. Ich schau jetzt einfach ab. Geht ja nicht anders. Ich glaube, das war eine kacke Idee. Du bist aber mutig. Ich habe freie Sicht. Oh nein. Ich laufe einfach. Vielleicht komme ich ja so bei gewohnt. Ich glaube nicht. Ist das eine Polizeikutsche? Das ist gut, da. Scheiße! Ich bin in Schussweite! Die Gefahr ist vorbei! Ups! Ach, das ging immer wieder volle Bekannte nach hinten los. Ich konnte abkotzen, Mann. Zum Kotzen diese Scheiße, ey. Also noch eine beschissenere Stelle, um den umzulegen, gibt's ja gar nicht. Und wo soll ich ihn dann nehmen und dann wegtragen? Es geht doch gar nicht. Das ist alles voll mit Polizisten. Soll ich in die Kutsche packen? Pff, wo? Und wenn, dann komme ich ja gar nicht hin, um jemanden zu töten. So eine Scheiße, Mann. Geh mir schon wieder auf den Sack. Ey, geht schon wieder gut los, diese Scheiße. Mann, ey. Hier sind überall welche. Ist mir auch egal, ich hab keinen Bock auf diesen Mist. Das war's für mich! Jetzt voll wurscht. So eine Scheiße mache ich hier nicht mit. Ja, wenn das Spiel die Scheiße so, Kacke, so kacke hier die Vorgaben macht, dann ist mir das wurscht. Schnapp den Eindringling! Was? Oh. Ergieß dich! Schlag den von hinten nieder! Richte den Schieße! Lass dich von ihm ab! Vergiss dich, wenn du weg bist! Ja. Das haut irgendwie nicht so wirklich hin alles. Aber wie soll das denn machbar sein? Also ohne jemanden zu töten, das ist jetzt eh vorbei, aber... Mal gucken. Mhm. Das kommt irgendwie nicht gut. Tja, muss ich jetzt leider alle nach und nach hier wegmetzeln. Da tut mir nun leid. So. Ach, ey. Gott schütze mich.
Soweit waren wir schon. Hätte ich die Leiche liegen lassen können, war alles gut. Ich meine, draußen ist alles tot, es wird dir davon auffallen, dass eine königliche Wache dann noch einmal weg ist. Jetzt den Gardisten verstecken. Gehen wir den Weg wieder zurück. Da ist ja alles tutti. Da hol ich noch eine Kutsche. Geht das hier? Nee. Ah. Jetzt soll man wohl eine Kutsche geben. Eindringen! Eindringen! Mist. Du, bleib stehen! Deine Arme! Ach Mann, 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 da geht doch schon toll los hier mit der Quest. Richtig. Wurde von der Kutsche angefahren? Das schafft man nicht in Zeit. Er wird bald straucheln. Schon weiter weg, nicht, dass die anderen geerdet werden. Ich hab mein Ziel! Fein und leg dich auf den Boden! Oh, ist doch gut, Mann. Geh mal langsam auf den Boden. Nur Ärger hier. Da vorne ist eine Kutsche. Was glaubst du, wo du hingehst? Nitze. Oh, ich könnte abkotzen. Vorhin nicht gesehen, die Kutsche. Aber er kommt davon, er könnte kotzen wieder, ja, so. Total dämlich, ey. Freddy, ich bin auf dem Weg. Ah, toll. Ah, halt die Klappe, du alte Ische, und hau ab. Ich hab die Faxen dicke, ich bin sauer. Nee, aber erstmal, weiß nicht, ey. Wie? Guck mal, ihr habt es ja vorhin gesehen. Wie soll ich denn da rankommen und den da irgendwie... ich habe den schon an einer guten Stelle erwischt. So. Dann soll ich ihn aber in eine Kutsche packen. Mitten im Sperrgebiet habe ich einen toten Wachmann auf der, nackt auf der Schulter. Und da soll ich so durchkommen? Ey, Leute, der wirklich, also... Und dann machst du hier den Mist, dann kommst du da nicht weiter. Musst du einen umlegen. Das ist ja, totaler Bullshit, ey. Also, schlecht gemacht, muss ich sagen. Also, das könnte besser laufen. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Ja, hat natürlich nicht geklappt mit der Synchronisation, das war mir vorher klar. Gürtel, Meisterassassin-Gürtel bekommen dafür. Ja, eigentlich wäre die ganz gut gewesen, aber ich weiß nicht, die ist... zu schlecht irgendwie umgesetzt. Also von daher gibt es für mich nur von mir nur 2 Sterne dafür. So, jetzt kommen wir uns noch mal schnell den Meister-Assassinen-Gürtel, den gucken wir uns noch mal an. Gürtel hieß es doch. Da. Ist gesperrt, brauche ich Level 9 für. Ach, das war die. Ja. Plus 4 in der Verteidigung, plus 3 im Schleichen. Zeigen Sie den Rang mit Stolz. Meisterassassine. Ja, schönes Ding. Brauche ich nur noch ein paar Pünktchen. Können wir noch einen Fertigkeitspunkt? Ja. Wie viel haben wir jetzt mit dem eigentlich dann? Ach, Inventar, Mensch, Fähigkeiten. 6, also ich brauche 15 Punkte, um aufzuleveln. Und habe jetzt aber 6 Punkte, um hier unten irgendwie wenigstens was zu machen.
Ja, da haben wir das. Ich mache aber den hier. Erstschlag 2. So, 9 Punkte noch. Dann ist Level up. Dann haben wir die 9. Das ist ganz gut. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. War eine Folge, ja, wie nicht gewollt. Dumm umgesetzt, schlecht gelaufen. Aber egal, was soll's. Wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter und können uns den Ball demnächst anschauen. Erbalein hat seine Ausrüstung, oder seine Klamotten. Und ihr schaltet hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann mal auf dem Ball der Queen sind. Also bis dahin. Vielen Dank. Ciao.